Deutsch sprechen und auf den Boden spucken ist verboten. Angeblich gab es solche Plakate in Klassenzimmern in Südtiroler Schulen während des faschistischen Mussolini-Regimes. Den von der Muttersprache her ja deutschsprachigen Südtiroler Kindern sollte so ihre Muttersprache matig gemacht werden, indem sie mit etwas genauso Degutanten wie auf den Boden spucken verglichen worden ist. Man wollte, dass diese jungen Südtiroler Deutsch vergessen, vernachlässigen, nur noch Italienisch sprechen. In der Hoffnung, dass mit der Übernahme der italienischen Sprache auch die Akzeptanz der Herrschaft des italienischen Staates in Südtirol einhergehen würde. Imperien, also wenn ein Volk versucht, andere Völker zu unterwerfen und zu beherrschen, Imperien versuchen oft, den unterworfenen Völkern ihre Sprache zu nehmen. Imperien zeichnen sich aber auch dadurch aus, dass sie protzige Bauwerke errichten. Denken Sie etwa an Adolf Hitler, der Berlin zur Welthauptstadt Germania umbauen wollte und da einen Protzbau nach dem anderen hinstellen wollte. Gleiches kann man sehen in den Staaten des ehemaligen Warschauer Paktes, wo auch furchtbar hässliche, riesige Klötze gebaut worden sind als Zeichen für die Macht des jeweiligen Regimes. Eine Sprache und protzige Bauwerke. Die Geschichte vom Turmbau zu Babel, die wir in der ersten Lesung gehört haben, ist von ihrer Entstehung her wahrscheinlich eine sogenannte Eidiologie, also eine Geschichte, die erklären soll, wie es zu etwas gekommen ist. Und die Geschichte vom Turmbau zu Babel soll erklären, warum die Menschen, wenn sie doch alle voneinander abstammen, in verschiedenen Völkern, in verschiedenen Gegenden und mit verschiedenen Sprachen jetzt unterwegs sind. Gleichzeitig aus einer rezeptionsästhetischen Sicht kann man die Geschichte vom Turmbau zu Babel aber auch als eine antiimperialistische Geschichte lesen. Ein Protzbau soll errichtet werden, dieser Turm, der bis zum Himmel reicht, und die Menschen haben eine Einheitssprache. Und das gefällt Gott nicht. Er verwirrt die Sprachen, dass es nicht mehr nur eine Sprache, sondern viele Sprachen gibt. Die Menschen verstehen sich nicht mehr und können ihren Protzbau nicht mehr richten. Statt eines Imperiums gibt es viele Sprachen und viele Völker mit vielen kleinen und wohl wesentlich zweckmäßigeren Bauwerken. Das Pfingstgeschehen ist eine Gegengeschichte zum Turmbau zu Babel. Diese Geschichte kennen Sie alle, die Jünger bekommen den Heiligen Geist, gehen aus dem Abendmahlsaal, wo sie sich bisher verborgen haben, heraus, sprechen von Jesus, predigen in der Öffentlichkeit, und obwohl sie ihre aramäische Muttersprache sprechen, können die verschiedenen Pilger in Jerusalem, die aus verschiedenen Gegenden kommen und verschiedene Sprachen sprechen, sie alle in ihrer Sprache verstehen. Die Römer verstehen sie römisch, die Griechen griechisch und die Libyer libysch. Es braucht keine Einheitssprache und doch verstehen sich die Menschen, die alle ihre eigene Muttersprache behalten dürfen. Und es braucht keine Protzbauten. Die Jünger verlassen den Abendmahlsaal und gehen hinaus. Überhaupt ist das Christentum in seinen Anfängen keine Religion der Bauwerke. Jesus war dem Tempel gegenüber kritisch eingestellt. Und Paulus sagt, der Tempel, das seid ihr. Ihr sollt das Bauwerk sein, in dem die Menschen Gott begegnen. Ihr sollt Tempel des Heiligen Geistes sein. Pfingsten ist so eine antiimperialistische Geschichte. Eine Geschichte, die der Völkerfamilie in ihrer Verschiedenheit einen Wert beimisst. Pfingsten schreibt dem Christentum somit ins Stammbuch, dass imperiale Bestrebungen nicht im Sinne Gottes sind und nicht dem Geist Christi entsprechen.
Wieso ein Patriarch in Moskau, der doch hoffentlich auch die Bibel gelesen hat, dann trotzdem einen imperialen Vernichtungskrieg rechtfertigen kann, bleibt mir schleierhaft. Auch ein anderer Pfingsttext wird vom Alten Testament her etwas verständlicher. Wir haben es gerade als Evangelium gehört. Pfingsten bei Johannes besteht ja darin, dass Jesus die Jünger anhaucht. Er haucht sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Und wenn jemand, der mit der jüdischen Bibel und dem Alten Testament vertraut ist, hört, dass jemand angehaucht wird, dann denkt er sofort an die Genesis, die Schöpfung. Als Gott den Menschen aus Lehm formt, aber dieses Gebilde, dieses Lehmpüppchen eben noch kein Mensch ist. Was ihm fehlt, ist der Lebensodem, der göttliche Odem, den Gott in ihm einblasst. Wenn Jesus seine Jünger anhaucht, dann ist auch das ein Akt der Schöpfung, der Neuschöpfung. Die Jünger, die zumindest im Herzen mit Jesus durch das Drama des Karfreitags gegangen sind, sollen neu geschaffen werden. Und Jesus sagt auch, wozu diese Neuschöpfung dienen soll. Er sagt ja, dass er sie senden wird, Sünden zu erlassen. Und da dürfen wir jetzt nicht an das denken, was die neuscholastische Kasuistik in den Gehirnen so vieler Katholikinnen und Katholiken wie einen ekligen Kaugummi festgebracht hat, dass Sünde nur ist, wenn ich genascht habe oder zu viel an nackte Menschen gedacht habe. Sünde ist, und darum geht es hier, in ihrem Ursinn Sonderung, Absonderung, Trennung von Gott. Das, was die Bibel mit dem Mythos von der Vertreibung aus dem Paradies beschreibt. Dass der Mensch aus dieser selbstverständlichen Geborgenheit in Gott herausfällt und sich so absondert und trennt von Gott. Dass der Mensch in ständiger Angst lebt auf einer primitiven Form um seinen Besitz, auf einer etwas höheren Form um sein Leben. Wer wirklich von Sünde, von der Absonderung von Gott befreit ist, der weiß, dass er aus dieser Geborgenheit in Gottes Liebe nie und nimmer herausfahren kann. Auch nicht, wenn er verzichtet, etwas von seinem Besitz hergibt, auch nicht, wenn er stirbt. Die Jünger werden gesandt, werden neu geschaffen, um diese Botschaft in die Welt zu bringen. Dass die Menschen herausfinden aus dieser Verstrickung in die Absonderung von Gott, dass die Menschen herausfinden aus dieser Existenz in Angst und Bangen, dass die Menschen zurückfinden zu einem Leben der Geborgenheit in Gott, durch das man nicht einmal vor dem Tod Angst haben muss. Und so sind die Jüngerinnen und Jünger damals wie heute eigentlich gesandt, den Menschen Mut zu machen. Auch Mut dazu, den Imperialisten unserer Tage entgegenzutreten, ihnen tapfer in den Arm zu fallen und nicht mal durch die Drohung mit dem Tod sich davon abhalten zu lassen. Vom Alten Testament her wird dieses Pfingstfest ein Aufruf an uns. Der Aufruf, die Verschiedenheit und Vielfalt der Völker dieser Erde mit ihren verschiedenen Sprachen wertzuschätzen und uns all denen entgegenzustellen, die daran etwas ändern wollen und wieder Imperien und Unterdrückungsregime errichten wollen. Und die Aufforderung, uns zu befreien von der Angst ums Dasein und mutig und tapfer mit dem Rückenwind, Pneuma oder Ruach heißt Geist, aber auch Wind, tapfer und mutig mit dem Rückenwind des Heiligen Geistes für die Freiheit der Menschenkinder einzustehen.